Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Ich bin Schorsch, Nummer 5. Und wir machen jetzt mal da weiter. Wir brauchen ja noch mehr von diesen super coolen Schlüsseln, damit wir weiterkommen. Und wir sollen offenbar einen Spike Run machen. Man hat mir nie gesagt, dass das hier auf einmal Mario Kaizo Zeugs ist. Spike Runs und so. Davon war hier nie die Rede, Leute. Das haben wir nie so abgemacht. Aber die Idee finde ich ganz cool. Sonic hat sowas ja noch nie gehabt, wirklich. Vor allem, dass man... Ey! Boing! Ach, komm jetzt! Ach, komm jetzt! Ey, suck a dick, das... Ja, okay, man hat hier sogar extra nochmal einen eingebaut, extra dafür. Wow! Ich fall einfach durch! Nö. Das. Auch noch einer. Ba, 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 ba. Immer unverwundbar. Leck mich doch am Arsch, Mann. Ey, interessiert mich gar nicht. Wisst ihr das? So, komm. Wenn ich gut bin. Ja! 4 Sekunden unterm S-Rang. So gefällt mir das. Komm her. Oh yeah, toxic irgendwas. Toxic LOL und so. So, was ist das hier? Giftiger Nebel. Drücke Y, um Tails anzunehmen oder erreiche das Ziel vor Ablauf der Zeit. Okay. Okay. Au. Oh mein Gott, deine Stimme, ne? Ich muss mashen, okay. Und dann wirst du wahrscheinlich irgendwann müde. Ich sehe das doch, komm, dann wirst du irgendwann... Aufwärts! Und so. Okay, okay. Verlass dich auf mich! Wurdest du von einer Frau gesprochen? Fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Das muss ich eigentlich nachher mal gucken. Ich hab so das Gefühl, Tails wurde von einer Frau gesprochen. Da war Geld, da war Zeit. Minus 5 Sekunden? Die Zeit, in der Zeit bin ich hier. Oh boy. Und Checkpoints. Okay, das wird also ein bisschen... Ja, okay. Ich hab zwar noch lange keine Ahnung, was das hier mit giftigem Nebel zu tun hat, weil ich habe hier noch keinen einzigen Furz an giftigem Nebel gesehen. Aber wer bin ich schon, der das zu bestimmen hat? Mal davon abgesehen, du hast eine ganz schön viel Ausdauer, Tails. Und ich wusste nicht, dass du dich teleportieren kannst. Oh, fuck. Joa, gerettet. Nicht. Wurde auch die Zeit resettet oder bist du... Kannst du deinen S-Rang knicken, wenn du einmal stirbst? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, leider. Ganz ehrlich, ich glaube, Tails wurde von einer Frau synchronisiert. Was merkwürdig ist, weil er ein Typ ist. So, und nochmal. Diesmal unten durch. Und dann hier. Vor allem, da denke ich, yeah, geil, ich habe mich gerettet. Und dann denke ich so, oh, nee, doch nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich meinen S-Rang fick dich. Ja, verlass dich mal ein bisschen schneller. 5 Sekunden, das ist gar nichts. Oh, shit. Okay. Ja, wenn man stirbt, die Zeit wird nicht resettet. Die Zeit bleibt. Das ist schade. Das ist Sadness. Ding. Und noch eine Illustration. So, das haben wir jetzt hier alles. Den Kampf mit Metal Sonic fand ich persönlich geil. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Den mochte ich. Es ist ein bisschen wie eine Overworld in der Overworld hier. So, was ist das? Doppelgängerrennen. Triff gegen Sonics Doppelgänger an oder reiche das Ziel. Kein Ding, kriegen wir auch hin. Ein Doppelgänger.
Mein Doppelgänger hält erstmal eine halbe Stunde vorher schon an. Das sollte doch kein Ding. Das weiß ich schon. Der ist auf einmal doch ganz schön nah hinter mir. Ich habe nichts gesagt. Diese Röhrenposten, das ist so cool. Oh, fuck. Was bringt mir die Fähigkeit, dass die Ringe 10 Sekunden länger da sind? Ich habe da irgendwie das Gefühl, es wird nichts bringen. Alter! Piss off! Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt, oder? Oder kommen wir es nur so vor? Achso, okay. Nein, nein, nicht der Goop! Delicious Goop. Jetzt weiß ich nicht. Habe ich ein Problem? Oh, der Goop! Scheiß Goop! Nö! Ich bin noch drauf! Fuck you! Ey! Du Scheißteil! Und auf dem einen bin ich gerade gelandet. I call bullshit. Ey! Sag mal! So, jetzt aber. Fuck! Boah, ich krieg gerade echt das Kocken. So! Jetzt ab. Nein, nicht das Goop. Das Goop ist böse. Mit Goop möchte ich nichts zu tun haben. Okay, okay, Goop. Du! Okay. Na komm schon, winning. Dann halt in die Luftpost, ist mir auch egal. Ja gut, dann nehme ich die halt nicht mit. Keine Ringboxen für mich. Och komm. Runter. Jetzt will ich zu schnell sein, habe ich das Gefühl. Ich hätte nie gedacht, dass das mal was in Sonic sein wird. Zu schnell. Kann ich nicht... Okay, kann ich nicht. Ich bin auf jeden Fall schneller als er. So viel ist man sicher. Den habe ich abgefuckt. D-Rang? Ja, tu mich auch. Egal, was da drin ist, gib's mir. Ja? Was war das? Das war merkwürdig. Ey! Ach, das resettet. Okay. Was war da gerade so lang? Das war merkwürdig. So, gehen wir mal hier längs. Aha! Der... Was? Weißt du, wie lange musst du Schutzbarriere verstellen, indem du eine Herausforderung, Akt 1 oder 2 schießt, sammelt 3... Okay, gut. Was ist das hier mit Knuckles? Knuckles, Feindschar, eine Schar riesiger Feinde versucht, dein Rennen gegen Knuckles zu behindern. Okay. Der Erste im Ziel gewinnt. Ja, weil er anders nichts kann. Ganz ehrlich, in ein paar Jahren nimmst du Steroide. Nur um es dir schon mal vorauszusagen, Knuckles. Ja, bis dann. Du bist genau da, wo ich bin. So. Die Musik ist geil. Ich habe nur leider gerade keine Ahnung, wo die herkommt. Sonic, ah, das ist Super Sonic. Aber nur eine geilere Version. Und wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier Copyright-Probleme ohne Ende kriegen werde? Laut Weehawk ja angeblich nicht. Und Weehawk vertraue ich da eigentlich, wenn er das sagt. Tschüssi. Weiß nicht, was du Tschüssi sagst. Du bist hinter mir. Und zwar weit hinter mir. Ey, das ist cool.
Und mit den großen Feinden irgendwie. Ich weiß nicht wieso, ich finde das cool. Yeah, okay. Und so. Boah, das ist ein geiler Soundtrack. Okay. Okay. Yeah. Fuck you, Knuckles. Das war schlecht. Oh boy. Okay. Aber wir haben den Schlüssel. Der zweite. Fehlt nur noch einer. Und an den müssen wir auch noch. An den kommen wir auch schon noch irgendwie ran. Das war echt cool. Schaukelzirkus, so lange Springplattform rechtzeitig zum Ziel. Klingt nach Spaß. Schaukelplattform. Ich mag nichts lieber als langsam schwingende Plattform. Echt jetzt. Es gibt nichts Schöneres. Wie Thüringer Klöße, die mag ich am liebsten. Oh Gott. Die haben echt ein Level darauf aufgebaut. Auf diesen Dingern. Fein. Ich krieg dadurch Zeit immerhin wieder. 5 Sekunden jedes Mal. Aber wahrscheinlich. Ja, ich musste die erst aktivieren. Schönen Dank auch. Ich dachte, ich könnte das. Ich dachte, ich müsste das so hin. Da da na 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 na. Banane, Banane, na na. Aber ganz ehrlich, das ist ey! Ey, Bullshit! Jetzt will ich schon wieder zu viel kommen. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Danke. Jetzt will ich einfach zu viel. Schon wieder. Och, komm schon. Das Arrangement eben, das Supersonic Arrangement, das war geil. Das will ich nochmal hören. Oh ja. Haha! Abfuck! Haha! Ich krieg jedes Mal diese Nachricht, wenn ich hier diese Halbzeit-Scheiße hab. Sonic Boom! Das Lied mag ich auch irgendwo. Sofern es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ja, mal gucken. Wo ist der letzte Boss-Schlüssel? Boss-Schlüssel. Mache ich hier eigentlich gerade wirklich nur... Warte mal, was ist, wenn ich jetzt wechsle? Oh, dann sind das andere Herausforderungen. Okay, das Spiel hat auf jeden Fall Content. Alter Verwalter. Da ist er. Muss ich das hier machen? Knuckles Schatzsuche. Och Gott. Ernsthaft, das habt ihr eingebaut? Ich übernehme die Schatzsuche. Drück die Y-Taste, wenn du mich brauchst. Fliege zusammen mit Knuckles vergrabene Schatzsuche. Überlass das nicht. Knuckles sind für dich graben und sie finden. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wie das gedacht ist. Es ist im Grunde echt wie die Schatzsuche von aus Sonic Adventure 2, nur nicht. So, okay. Hat aber irgendwo Stil, muss ich sagen. Das muss ich gestehen gerade. Sonic! Das Schlimme ist, er kann mich immer so ein bisschen hochschmeißen. Das fällt mir jetzt erstmal so auf. Er kann hier buddeln. Ah! Okay, 10 Sekunden Zeit kann er mir hochbuddeln. Das ist wiederum interessant hier. Stil. Ich habe zuerst gedacht so, oh mein Gott, nein. Aber dann haben sie es zum Glück noch richtig gemacht. Wow. Buddler. Das ist cool. Das macht Spaß. Man könnte glatt glauben, ich werde von Sega bezahlt. Werde ich aber nicht. Glaube ich aber abgeschmatzt. Ja, ich glaube, ich habe echt abgeschmatzt. Sei denn, ich komme da jetzt irgendwie gerade rüber. Nee, komme ich nicht.
Wo wollte ich denn jetzt hin? Dann halt hier. Ich mach das! Und Knuckles, bitte lass die Finger von Steroiden. Das sieht echt nicht gut aus an dir. Okay. Auf geht's! Okay, da. Hier ist erstmal Zeit, die holst du dir. Dann soll ich hier auch noch irgendwo... Da. Ich mach das! Oh, come on! Wirklich eine? Gib mir das mal. Ah, komm schon, ich brauche nur noch eine. Buddel hier! Mach den Buddler! Ach, und ich muss jetzt ans Ziel? Oder warum soll ich noch mehr buddeln? Ich soll nicht noch mehr buddeln, das ist es. Okay. Gut, dann machen wir jetzt halt Turbo. Haha! Und was ist, wenn ich nicht genügend Münzen gesammelt hätte? Hätte man mich dann getreten oder was? Ey! Get over here! Alter, das ist... Also was Content angeht, hat man hier echt eine große Handvoll. Muss man ja mal echt sagen. Aber komm, wir machen jetzt den Boss. Komm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die Bosse sein werden. Und vor allem, was dann noch für Level kommen. Boss, du hast jetzt offen. Mach Boss platt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wow, willkommen in Monochromland. Sieh dich genau an, Sonic. Dr. Eggman. Dr. Eimann. Ist das jetzt eure Art zu sagen, ich bring dich um? Moment mal. Ach du Scheiße. Der Eierkocher. Death Egg Robot. Ach du Scheiße. Yo. Ich merk schon. Aber es macht Spaß. Boing. Und ab der Butt! Nochmal ab der Butt! Okay. Ah. Es erinnert mich irgendwie an den Yoshi's Island Boss, wenn ich mal so ehrlich sein soll. Ab der Butt! Alter, das sieht cool aus. Autsch! Aua! Du Eierwurst. Ach so, oh. Hier, greif danach. Ja, das habe ich versucht.
Ich kann damit nur nichts machen. Macht das Schaden? Es hat nämlich nicht den Effekt, den es haben soll. Ich weiß nicht, irgendwie hat das nicht den Effekt, den es haben soll. Irgendwie hat das überhaupt nicht den Effekt, den es haben soll. Ich begreife dich noch nicht ganz. Aber ich, hä? Vorhin hat das funktioniert und auf einmal nicht mehr so wirklich. Das habe ich vorhin mal versucht. Das bringt... Ich komme da nicht hoch. Jetzt funktioniert es auf einmal. Okay. Und so. Also die Bombe muss vorher da sein. Okay. Und zack. Jetzt funktioniert's. Deathplosion Egg. Weg mit Death Egg Robot Zeugs. Die Stimme von Eggman kommt mir bekannt vor. Well, I created a time paradox. Unfassbar, es gibt mich zweimal. Oh nein. Ich glaube, ich kann das erklären. Ja, ich auch. Zwei von uns? Orte und Feinde aus unserer Vergangenheit? Wir reisen durch Raum und Zeit! Wie ist das passiert? Das hängt vermutlich mit diesem riesigen Ding zusammen, das Eggman entführt hat. Das klingt wie dasselbe Ding, das eure Freunde entführt hat. Ich meine unsere Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wir haben gar keine Freunde. Da ist es! Wo ist es hin? Wir müssen das Ding finden, und zwar schnell. Das sieht nach schön aus. Yay! Yeah! Da haben wir schon mal zwei. So, und was hier uns erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, das sieht mir aus wie ein Level, worauf ich mich sehr freuen werde. Das sieht mir nämlich stark nach City Escape aus. Und wenn das der Fall ist, dann geht mir hart einer ab. Okay, das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber das hier... Das sieht mir stark nach City Escape aus. Das hier habe ich wiederum keine Ahnung. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal alles an. Und vor allem hier bin ich mal gespannt. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.